Ups. Nein, 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 ich will nicht sterben, bevor ich tot bin. Wichtige Durchsage. Die Deutsche Bahn hat soeben Gleis 9¾ verlassen. Benutzen Sie aus Sicherheitsgründen nicht die Straße. Wir bedanken uns bei Ihnen. Sag mal, haben die freilaufenden Rasenmäher wieder ausgegangen oder was? Ah, mein Radius! Explosion! Oh, da ist er ja wieder. Okay, ich mach den noch zu und dann können wir gehen. Aber die Bedienung, warte! So einfach geht das nicht. Wir müssen an unsere Sicherheit denken und nach Vorschrift vorgehen. Okay, sieht doch gut aus. Jetzt kann ich das Ding endlich zumachen. Jetzt ist erstmal Mittagspause. Wir kommen dann ein Jahr später wieder und dann können wir das zumachen. Immer mit der Ruhe. So, das Loch ist zu. Ich habe den Deckel drauf gemacht. Jetzt noch die Baustelle abbauen und dann können wir abmarschieren. Wir haben 3 Stunden schwer geschuftet, um den Deckel wieder auf das Loch zu kriegen. Wir machen jetzt Feierabend. Das Abbauen übernimmt unser Lehrling. Er hat ja schließlich 3 Monate Zeit dafür. Was? Ich? Hat er zu stark an sein Bier gesoffen oder was? Weiß ja nicht, wie schwer das ist. Da melde ich mich krank. Und was ist mit den Schildern? Wollen wir die nicht umdrehen oder so? Bist du verrückt? So können wir die Autofahrer doch nicht mehr verwirren. Das wird ein Hole in One. Oder einfach eine Weltreise. Es gibt so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Ja. Ja, du hast recht. Ich komm runter. Ich will leben. Ach, nicht schon wieder. Ruf den Leichenwagen. Du musst den Roten durchtrennen. Ey, du Kopfbefeuchtung. Was für Rot? Die sind alle grau. Dann durchtrenn den Weißen. Jetzt kann uns echt nur noch ein Wunder helfen. Das hier ist einfach. Hochklettern und auf der anderen Seite wieder runterspringen. Ich wusste es, wir hätten keine Bioseile nehmen sollen. Einfach so, wie wir es in der Theorie gelernt haben. Reingehen, nachladen und auf das Ziel schießen. Oh, da war wohl noch eine Schraube locker. Okay, wir haben ein neues Seil. Versuchen Sie es noch einmal. Hochklettern und auf der anderen Seite runterspringen. Hätte ich mich doch heute einfach nur krank gemeldet. Warum stehe ich hier eigentlich alleine und grabe das Loch, während ihr die ganze Zeit dort steht und quatscht? Erstens, du bist der Sklave, Azubi und machst deswegen alles. Zweitens, damit die Autofahrer sich darüber aufregen können, dass nur einer arbeitet und 3 wie feucht befummelte Omas rumstehen. Deswegen muss man einen Helm tragen. Warum haben wir eigentlich seit 4 Monaten vor 1 Jahr die Autobahn 20 Kilometer lang auf eine Spur verengt? Weil wir das Schlagloch hier vorne fixen müssen. Und wozu haben wir dann den Bagger hier stehen? Ja, den stellen wir immer auf die Baustelle, damit die Leute denken, wir machen ja auch viel. Und wann machen wir das Loch jetzt zu? Nach der Mittagspause. Ah, okay, ich gehe schon mal zum Materialienlager und warte dort auf euch. Hey, warte mal, da will doch jetzt etwa wirklich 6 Monate dort auf uns warten. Anscheinend hat ihnen niemand gesagt, dass wir nachher noch auf eine andere Baustelle Mittagspause machen müssen. Jawohl, ich hab's geschafft, wir haben gewonnen, ich hab alles gemeistert. Scharfschütze! Aua, Maja, mein Ohr! Heiliger Quantenpudding, schrei doch nicht so, ich krieg ja fast einen Infarkt in den Herz. Du hast mir ins Ohr geschrien. Ich wollte dich doch nur darauf hinweisen, dass da ein Sniper ist. Digga, ich stehe neben dir, ich hab's doch gesehen. Ach so. Free Kill. Ey, wenn du mich umtötest, kriegst du eine Woche Hausarrest und musst 2 Wochen den Keller und Dachboden sauber machen. Mama? Was machst du denn hier? Was ist, was mach ich hier? Ich hab das Spiel schon gezockt, da war dein Vater zu Jahr noch eine Zelle im Samenspenderbeutel deines Opas. Terrorists win. Wir haben eigentlich gar nichts gemacht, um unser Team zu unterstützen, oder? Nope, aber da wir gewonnen haben, kriegen wir trotzdem Belohnung. Guck mal, ein TNT, das kann ich anzünden. Yukalamatata hat die Dummheit Ausgang. Hey, das ist mein. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Halt den Mondkock fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Siehst du, ich hab dir doch gesagt, lass die Finger von den Hotcock-Chips, sonst donnert's bei dir wieder in der Dunkelröhre. Du verdrehst sowas Scharfes einfach nicht. Nee, ich mach erstmal Mittagspause. Der Azubi kann das schon mal absperren, dann können wir das in 3 Wochen reparieren. Das war ja cool. Das will ich auch mal probieren.
Los, 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 alles Geld in den Sack und wehe, Sie drücken den Alarmknopf. Oh, den habe ich schon gedrückt. Was? Ja, tut mir sorry, aber den habe ich schon gedrückt, als Sie reinkamen. Ich habe doch extra gesagt, nicht den Alarmknopf drücken. Ja, aber das haben Sie jetzt gerade erst gesagt. Hätten Sie beim Reinkommen schon gesagt, wehe, jemand drückt den Alarmknopf, dann hätte ich das nicht getan. Shit, das heißt, die Cops sind schon da. Na, das hoffe ich doch. Ergeben Sie sich und wir werden Sie erschießen. Sag ihm, wir werden ihn nicht erschießen. Ah, ja, 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 das ist eine gute Idee. Ergeben Sie sich und wir werden Sie nicht erschießen. Niemals. Da müsst ihr schon reinkommen und mich rausholen, ihr Schweine. Okay, alle bereit machen zum Sturm. Ich meine, nein, ich habe Gleisen, Geisel. Na, eigentlich sind ja nur wir beide hier und ich stehe hinter Panzerglas. Okay, wir stürmen rein. Okay, ich bin bereit. Kommt nur. Okay, okay, ich ergebe mich. Er hat eine Waffe! Er hat eine Bombe! Er hat eine Bombe! Terrorist mit Bombe! Lass sofort die Bombe fallen! Wingardium Leviosa. Und du bist dir sicher, dass diese schlechte Idee eine gute Idee ist? Nein, bin ich mir nicht, aber der Zahn muss unbedingt raus. Und was ist, wenn du dabei stirbst? Dann muss ich damit leben, dass ich tot bin und jetzt mach endlich! Siehst du? Ich hab doch gesagt, du hast die Schnur zu weit hinten angebunden. Und wie auch in jedem anderen Zirkus gibt es auch in den Zirkus Koklika die menschliche Kanone, mit der wir heute Currykopf 100 Meter weit schießen werden. Hey, pass doch mit der Fackel! Ah, ich brenne! Hilfe! Ich verbrenne! Ah, Steak! Und jetzt der fantastische Löwe. Du, wir haben keinen Löwe mehr. Was soll das heißen, wir haben keinen Löwe mehr? Ja, keine Ahnung, der läuft in Berlin rum. Die sollen uns den ja wiederbringen, aber da kommt nicht. Sofort die Waffe runter. Nein, Sie nehmen Ihre Waffe runter. Sofort die Waffe runter oder ich schieße. Wenn Sie mich erschießen, erschieße ich die Geisel. Wenn Sie die Geisel erschießen, erschieße ich meinen Kollege. Was? Letzte Warnung, sofort die Waffe runter. Das ist doch echt nicht zu fassen. Warum haben Sie nicht einfach den Geiselnehmer direkt beim Reinkommen erschossen? Stimmt eigentlich. Wartet, ich komm noch mal rein. Das hier ist die Schießübung für fortgeschrittene Anfänger. Waffe auf das Ziel richten und versuchen zu treffen. Oh mein Gott, das ist ja schlimmer als bei Robin Hood und seine Helden in Strumpfhosen. Willkommen zum Flugtraining. Ihr fliegt einmal die angegebene Route ab und landet dann wieder sicher hier. Hallo, hallo Pilot an Tower, hören Sie mich überhaupt? Ich glaube, ich habe mich verflogen, ich bräuchte mal die Koordinaten von meinem aktuellen Standpunkt. Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Halt, warte. Okay, warum? Wie, ihr hättet mich vermisst? Ihr hättet mich doch gar nicht gekannt, wenn ich nicht geboren worden wäre. Das stimmt. Wie schön, dass du am Leben bist. Guck mal, eine Waffe. Heiliger Astralkok, die kann ja schießen. Keine Bewegung oder ich schieße. Ui, das ist eine Waffe. Guck mal, eine Waffe. Oh, ist ja kaputt. Hier, nimm meine. Oh, danke. Mann, ist gestorben. Heute machen Sie eine Übungsfahrt mit dem Militärtruck. Einmal über das Gelände und dann hierher zurück. Ich habe keine Ahnung, wie ich das in den Schadensbericht für die Versicherung schreiben soll. Sie üben heute mit dem Flammenwerfer. Seien Sie vorsichtig, da kommt Feuer raus. Fangen Sie an. Ich wusste es, wir hätten nicht das vegane Biogas nehmen sollen. Bravo, ich bin erstaunt. Ihr habt es echt geschafft, nicht ein einziges Mal das Ziel zu treffen. Ja, ich bin bei Ihnen auch gegen Naturkatastrophe versichert. Ja, das kann man eindeutig als Naturkatastrophe einstufen. Oh mein Gott, wenn ich das hier nicht überlebe, werde ich sterben. Wir brauchen hier sofort Unterstützung. Die Stadt wird überrannt. Was meinen Sie mit überrannt? Es wurde kein Krieg angemeldet. Von wem? Sie würden es mir ja doch nicht glauben, wenn ich es Ihnen jetzt sage, auch wenn ich es Ihnen sage. Es sind Toiletten. Ich habe mich doch heute früh klar und deutlich ausgedrückt, dass während des Dienstes in der Stadt kein Alkohol gegessen wird. Ah! Ah!
mein Ohr! Hallo, sind Sie noch da? Melden Sie sich, Soldat Quantencock. Fahren Sie in die Stadt und sehen Sie nach, was da los ist und erstatten Sie umgehend Bericht. Ei, ei, Captain! Was für Captain? Wir sind hier nicht bei der Marine, sondern bei der Armee. Ei, ei, Armee! Boah, krass, wer hat denn hier rasiert? Helfen Sie mir! Sie sollten mir berichten, was da los ist und nicht mich anschreien wie eine Oma, die auf dem Sofa brennt. Es sind Toiletten überall, sie greifen meinen Cockshot 9000 an. Schicken Sie alles, was Sie haben. Männer, sofern man euch so nennen kann, das hier ist keine Übung. Das Ziel ist es, in die Stadtmitte vorzudringen, den Panzer zu sichern und Soldat halbes Stückchen bisschen 3x3 plus Viertel 4 zu retten. Ah, ihr werdet das Sterben nicht überleben! Ah! Oberst Kock, ich melde, der Panzer ist nicht hier. Was zum? Wenn ich das nicht träume, dann ist es echt. Ich melde, der Panzer ist wieder da. Melden Sie sich, Soldat Geschlechtsgletscher. Ich will sofort wissen, was da los ist. Das ist ein Panzer, der uns angreift. Ziehen Sie sich sofort zurück und wehe, Sie sterben, bevor Sie tot sind. Sie holen die Raketenwerfer. Sofort. Was soll das denn bitte? Sie haben gesagt, ich soll die Raketenwerfer holen. Da sind sie. Also wenn wir hier heute nicht sterben, dann sind wir morgen auf jeden Fall noch am Leben. Ich habe von den Waffen geredet und nicht von Soldaten, die mit Raketen schmeißen. Ach so. Ja, da hätten sie sich ein bisschen genauer ausdrücken müssen. Ah! Oberst Kock, melde mich zurück. Rückzug, alle Mann, Rückzug! Hey, nimm mich mit! Wozu habe ich dann die schweren Dinger hierher geschleppt? Heiliger Befruchtungsofen, hier geht's hier ab wie samstags in der Kneipe. Soldat After-Verschiebung, wie oft soll ich's Ihnen denn jetzt noch sagen? Die halbtot schwer verletzten Leichen kommen auf die linke Seite und die leicht verletzten schweren toten Leichen kommen auf die rechte Seite. Sie haben Laser! Ja und? Wir haben Raketenwerfer. Dann schieß! Oh oh. Schieß nochmal, sonst bringt die uns so lange um, bis wir tot sind. Oh, die war wohl falsch rum drin. Aufstehen, alle Mann, aufstehen! Mann, ich hatte gerade so einen geilen Traum, dass Toiletten uns angreifen würden. Wir werden von Toiletten angegriffen. Alle Mann sofort auf Gefechtsstation. Aber das war doch nur ein Traum. Aber ein echter. Los, los, los. Ah! Warum schreien Sie denn? Weil Sie geschrien haben. Ich meine nicht Sie, sondern Soldat Querbefeuchtungsflöte. Ich wollte nicht der Einzige sein, der nicht schreit, weil Kameradschaft und so. Wenn ich das hier nicht überlebe, dann sag meiner Frau, dass ich beim Überleben gestorben bin. Du hast keine Frau. Dann sag es irgendeiner Frau. Tot. Heilige Weihnachtskockbeleuchtung. Alle Männer, die noch laufen können, sofort Rückzug! Ey, nimm mich mit, ich lebe noch. Sie können aber nicht laufen. Männer, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen zu Fuß mit unseren Füßen weitergehen, um zum Notfalllager zu gelangen. Selbst wenn wir dabei sterben, werden wir überleben, so lange bis wir ums Leben kommen. Soldat Feuchte Leuchte, Sie holen die Waffen aus den LKW. Oberst Kock, wir haben keine Waffen. Was soll das heißen, wir haben keine Waffen? Wir befinden uns mitten im Krieg. Wir sind die Army. Die sind noch im Hauptquartier. Heiliger Mandarinenbefeuchteter Befruchtungsorganisator, warum habt ihr die Waffen denn nicht mitgenommen? Sie haben geschrien, Rückzug, Rückzug, alle Mann, Rückzug. Und nicht, nehmt die Waffen mit, nehmt die Waffen mit. Mittlerweile wundere ich mich echt, wie wir es geschafft haben, bis hierher zu überleben. Ich mag Züge. Wichtige Durchsage. Wir entschuldigen uns nochmal dafür, dass letzte Woche die Deutsche Bahn pünktlich zu spät kam. Heute kommt sie leider gar nicht. Sie hat sich auf den Gleisen verfahren. Wir danken für Ihr Verständnis. So, jetzt nur noch das Seil festmachen, dann kann's losgehen. Nee, noch nicht. Ich will erst mal üben. Geronimo! Guck mal, das ist Dynamit. Oha!
Das kann man anzünden. Nein! Guten Tag, das hier ist der Himmel und ihr drei seid tot. Leider habe ich eure Akten noch nicht vorliegen, also erzählt mal, wie ihr gestorben seid. Ich kam früher von der Arbeit nach Hause, habe meine Frau nackt auf dem Bett sitzen sehen. Das fand ich komisch, habe mich umgeschaut. Am Balkongeländer habe ich dann zwei Hände gesehen, bin hingerannt und habe draufgeschlagen, bis der Typ runtergefallen ist. Dann habe ich den Kühlschrank geholt und ihn hinterhergeschmissen. Leider hat sich das Kabel vom Kühlschrank um meine Beine gewickelt und ich bin hinterhergeflogen. So bin ich gestorben. Blöde Art zu sterben. Und was ist mit dir? Ich bin mit einem Heißluftballon auf eine Stromleitung zugeflogen. Und damit mich die Stromleitung nicht grillt, bin ich vorher rausgesprungen und habe mich an einem Balkon festgehalten. Und dann kam so ein Verrückter und hat auf meine Hände eingeschlagen und als ich unten auf dem Boden lag, hat er auch noch einen Kühlschrank nach mir geschmissen. Dann war ich tot. In dieser Welt gehen schon verrückte Dinge vor sich. Und was ist mit dir? Ich war im Kühlschrank. Hey ihr zwei, was soll das? Was ist los? Willst du Stress? Ah ja? Na dann los. Shazam! Mayday, Mayday, Pilot am Tower! Wir stürzen ab! Ich hab das Flugzeug nicht unter Kontrolle! Hilfe! Wichtige Eilmeldung. Ein Meteorit so groß wie die Sonne rast auf die Erde zu und wird in weniger als 24 Stunden die komplette Erde auslöschen. Man geht davon aus, dass selbst Überlebende das nicht überleben werden. Oh mein Gott, das ist das Ende der Welt! Wir müssen uns einen Schutzbunker graben, sonst werden wir nicht überleben. Kommt ihr jetzt endlich? Nur weil nachher die Welt untergeht, heißt das nicht, dass wir heute schulfrei haben. Hilfe! Wo sind die Bremsen? Oh je. Oh, ich hatte gerade einen krassen Traum. Wir wären snowboarden und sind auf eine Klippe zugefahren. Wir sind wirklich snowboarden. Und wir fahren gerade echt auf eine Klippe zu. Warte, was? Ah! Es war nur ein Traum. Wo ist denn unser Sohn hin? Und noch viel wichtiger, wo ist denn sein Bett? Was war das denn für eine Aktion? Ich übe gerade Fallschirmspringen aus einem Helikopter. Braucht man dazu nicht einen Fallschirm? Nee, Mann, ich bin doch noch am Üben. Bist du dir sicher, dass du diese unsichere Sache tun willst? Du hast den Fallschirm vom Flohmarkt. Irgendwie muss ich ja testen, ob er funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, dass der Fallschirm noch funktioniert. Schon bevor wir aus dem Flugzeug gesprungen sind, habe ich mich eine Sache gefragt. Brauchen wir nicht eigentlich einen Fallschirm zum Fallschirmspringen? Nee, keine Sorge, wir landen weich in der Lava. Lava? Und das, meine lieben Herren und Damenschaften, waren die berühmten Lavasprenger. Sie können jetzt noch 5 Minuten Fotos von den Verbrennungen machen und dann geht's weiter zum U-Boot weitwerfen. Hey Jungs, guck mal, ich habe einen alten Fallschirm in meiner Feldkiste gefunden. Oh, Alter, sei mal her. Da ist jetzt sogar noch was drin. Ey, pass mal auf, ich habe eine Idee. Ja, halt mal Bier. Heiliger Atomcock, das sieht nicht gut aus. Keine Sorge, guck mal, das Bier hält dann nach oben, das ist noch ja. Puh, Glück gehabt. Ich kann den Kasten nicht abheben, wenn eine Flasche defekt ist. Kannst du sie sehen? Ja, und ich glaube, die wollen gleich springen, die haben die Fallschirme schon umgeschnallt. Dann los, jetzt oder nie, schnappen wir sie uns, bevor sie bei der Flucht entkommen. Oh Gott, das ist eine Granate. Oh, die kann explodieren. Guck mal, eine Granate. Oha, schmeiß die weg. Uai. Aua. Soldat Arkham, weil sie nackt auf einen Baum gesungen haben bei minus 2 Grad, waren sie jetzt 4 Wochen krankgeschrieben wegen Schnupfen. Ich hoffe, sie wissen noch, wie man mit dieser Waffe umgeht. Das ist ja nicht schwer. Wie wär's, wenn sie die Waffe vorher nachladen? Ich bin mir nicht sicher, ob bei ihnen wirklich schon alles gesund ist. Okay, was ist hier bitte los? Sie haben gesagt, ich soll die Schrotflinte wieder zusammenbauen. Aber doch nicht mit einer Waschmaschine. Das ist die Schrotflinte. Aber wie? Ich hab doch gesagt, ich bin schlecht darin, Dinge wieder zusammenzusetzen. Als ich mal die Scheibenwischer bei meinem Auto gewechselt habe, hat die NASA es für die Raumfahrt beschlagnahmt. Wie eine Granate funktioniert, das wissen Sie ja bereits. Fangen Sie an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hä? Ich glaube, die Granate ist disconnected. Aua, regnet es? Seien Sie vorsichtig, dieses Kaliber feuert 4 Raketen ab. Fangen Sie an. Firma, Hilfe! Hey, das Ding ist zu stark! Lassen Sie doch einfach den Abzug los, Sie Lauch! Wie haben Sie die Musterung bestanden? Ich habe bei meinem Gewicht gelogen. Aber Sie sind blind! Ach, deswegen sehe ich schon mein Leben lang nichts. Okay, fangen wir einfach an. Haben Sie schon mal eine Waffe abgefeuert? Sind Sie irre? Ich bin doch blind. Warum schickt mir das Jobsender immer die Verrückten?
Es tut mir leid, der Club ist voll. Haben sie dir einen Löffel verborgen? Wie, der ist voll? Was ist mit den zwei Aphroditen, die da gerade reingelaufen sind? Genau deswegen ist der Club jetzt voll. Ich glaube, ich kriege auch gleich Latte. Da haben sie dir die Haarschneidemaschine zu scharf eingestellt. Ich will jetzt da rein. Ich bitte sie darum, jetzt zu gehen. Der Club ist voll. Ey, du Atomkopf, ich will sofort deinen Chef sprechen. Chef, komm mal ran. Was ist denn los? Stimmt irgendwas nicht? Na geht doch. Jetzt ist wieder Platz frei. Wir sehen uns drin. Wir haben soeben die Absprunghöhe erreicht. 3500 Meter. Du kannst jetzt springen. Okay, cool. Hier, halt mein Fallschirm. Was? Hatana Hiyamahaya! Hallo? Ich habe keine Reißleine. Wie öffne ich denn den Fallschirm? Warte mal, ich habe eine Idee. Okay, 5 Meter nach Norden. Habe ich gemacht, aber ich weiß immer noch nicht, was das soll. Das wirst du dann sehen. Er müsste gleich landen. Na toll, jetzt ist das Trampolin kaputt. Hier haben wir was, das ist perfekt für Sie. BMW-Klasse Helmut, 21 Gänge. 21 Gänge? Wie? Was wie? Die haben sie eingebaut und dann waren die drin. Das ist doch vollkommen normal. Ich habe noch kein Auto mit 21 Gänge gesehen. Haben sie ihre Nasenhaare zu stark in der Stirnhülle verpopelt? Mit der Fresse kriegen sie doch kein Auto. Ich rede von dem Fahrrad. Wie wär's mit der Karre? Wo sind die Reifen? Die Schleuder hier ist von EA. Wenn sie Reifen haben wollen, müssen sie Reifen sind dran DLC mit dazu kaufen. Hallo, kurze Frage, haben Sie Autos? Nee, nur Lenker. Nur 8000 Helmut Dollar. Mit Zinsen und Inflationssteuer wären wir bei gerade mal 50.000. Geht das nicht auch etwas weniger? Das scheint mir doch etwas viel. Sie können doch nur die Hupe kaufen, da kostet es nur 400. Bevor sie so alt und senil sind, dass sie sich auf den roten Teppich verlaufen, biete ich ihnen hier unser Seniorenmodell an. Schön groß, damit sie vorne auch ja nichts sehen. Extra Stoßdämpfer, da merken sie es nicht mal, wenn sie jemanden überbrettern. Ach, das durchblutet aber meinen wilden Willi wieder. Ich nehm's.